Moin Moin und willkommen zurück bei Seven Days to Die Darkness World zusammen mit dem, Baumsteiger? Da. Hi. Hallo. Also wir haben unsere Sachen vom Blutbund jetzt anscheinend nicht weggeräumt. Ich habe sogar jetzt, da ich Maximum Wellness habe und auch keine Wellness mehr beim Sterben verliere, habe ich jetzt meine Nahrung und Getränke auf wenig Wellness ausgelegt, beziehungsweise gar keinen Wellness. Dann kann der Striker das ganze gute Zeug haben. Und er hat mir auch noch auf die Idee gebracht, warum sollte ich schlechtes Getränk nehmen, wenn ich auch einfach Gammelwasser trinken kann. Ich habe ja einen Filter im Helm. Also, ist mein Ich-muss-mich-löschen-von-Dämonen-Problem relativ entspannt gelöst, weil ich jetzt einfach ein 125er-Stack Dreckwasser dabei habe, was ich in mich reinkippen kann im Zweifelsfall. Richtig gut. Ist natürlich schade um unsere ganzen Getränke, weil die wird dann wahrscheinlich nie wieder jemand anständig trinken, aber egal. Ich wollte... Wo ist unser Geld? Hab ich in die Endloot-Chesting da reingepackt. Hier in dem Raum nebenan. Ach so, in unsere große Kiste. Genau. Irgendwie ist das trotzdem irgendwie nichts mehr. Ja, eine Reihe in meinem Drohneninventar ist nur Geld. Warum? Egal. Falls wir was finden, was teuer ist und wir es haben wollen, nehmen wir es einfach mit. Ich würde mal sagen, wir nehmen heute das geile Auto, ne? Was mir eigentlich so einfällt, so zum letzten Mal. Du hast ja für Arschsteuergeld so ein scheiß Helikopter gekauft. Aber das Auto macht Spaß? Wollen wir lieber den Helikopter? Komm, lass uns doch mit dem Auto fahren. Helikopter machen wir für die coolen Sachen. Ah, wir haben nämlich noch Quests zu erledigen. Der passt ja auch um die Kurve, ne? Hier, das Auto? Das ist das Problem. Ich hab, Ich glaube, nach dem Stream hast du es geschafft, das einzuparken, also. Ja. Das könnte kritisch werden. Millimeterarbeit. Der Witz halt im Auto ist, es ist einfach nur frech, wie schnell das Teil ist. Da. Ich hoffe mal, das war... Warte Hast mal, du deine Drohne dabei? Nö. Die chillt wohl noch oben. Aber gut, wir hatten den gleichen Gedanken irgendwie. Hey, ich hab halt Schnetzeln hören, deswegen habe ich mir so gedacht, so... Nicht, dass das schon wieder meine Drohne ist, ne? So. Also Quest. Tier 2. Alter, wir müssen echt mal... Ach du Scheiße, Alter. Ich glaube, die nehmen uns irgendwann echt demnächst unten komplett auseinander. Die Wände, die Löcher in den Wänden werden größer, ne? Ja. Ja, ich habe noch eine Quest, wir müssen noch eine Quest abgeben. Ja, oh, Alter, guck mal, wie und allein wie schnell das Auto ist. Er schafft es nicht mal scharf zu stellen, wenn ich von der Seite drauf gucke, so schnell sind wir. Genau deswegen war ich jetzt, hatte ich jetzt gedacht, wir nehmen das Auto, weil das Ding macht einfach Spaß, glaube ich, oder? Warte mal, hatte ich das Auto eigentlich voll auf... Ja, hatte ich. Aufgeräumt? Ja, oder ja. Oder voll mit Scheiße? Voll aufgewertet. Achso. Ja, guck mal, wenn ich wieder von der Seite dran gehe, er stellt nicht scharf, so schnell sind wir. Ich muss von hinten drauf, dann geht das. Abgesehen davon, dass ich ja ein V8-Motor für dieses Auto allgemein verbauen musste. Alter. Und es definitiv hierfür besser geeignet ist als für die Wastelands. Ja, okay, die ganzen Hügel machen es natürlich trotzdem recht interessant, aber wir sind einfach so schnell. Ja, der Heli wäre natürlich... Ja. Wir haben auch noch Darkness Forge-spezifische Sachen. Dann nehmen wir den Heli auch nochmal weg für... Aber jetzt für das entspannte Questen ist das Meinst witzig. So, zum Abschluss des Labors dann so mit Helikopter hinfliegen und Zugriff oder was? Oh ja. Können wir auch so mal machen. Weil, hatte ich ja glaube ich ja schon vor ein paar Tagen... Ich glaube, ich habe das ja vor ein paar Tagen, Wochen
schon wieder her, im Community-Tab einmal reingeschrieben, dass ich ja aufgrund der ganzen Releases, die hier gerade sich irgendwie angesammelt haben, sowieso dabei bin, hier Sachen einmal ein bisschen quasi fertig zu kriegen. Darkness Falls hat uns sowieso so viel Ärger bereitet mit dem ganzen Safe-Game-Problem oder sonst was. Ich bin gerade schon wieder irritiert, dass wir einfach nicht zum Ende kommen und schon wieder so viel Scheiße machen und einfach Spaß dran haben. Seven Days ist gefährlich. Oh. Ja. Einmal Sound durch. Durch die Stadt. Ach, ist das hier sogar in der Downtown? Ja, da fahr mal durch. Dauert ein bisschen, bis man da durch ist. Ach, ich habe meine Quest gar nicht ausgewählt. Du bist beim Abgeben, das ist auch vor der Tür da, ja. Dämonischer? Ja, fahr einfach weg. Oder so. Nö. So, ich habe übrigens während dem Blutmond, ist mir auch aufgefallen, habe ich Lucille gefunden. Also hier den einzigartigen Baseballschläger. Ich bin mir noch nicht sicher. Also rein von den Werten her ist er in allen Belangen schlechter. Walking Dead lässt grüßen. Du kannst warten. Ich würde dann vielleicht einfach gleich mal gucken, wie das ist, wenn ohne Mods. Von den Vergleichswerten her, falls mir die Vergleichsanzeige hier irgendwie rumbackt. Eigentlich sollten die Mods da ja keinen direkten Einfluss drauf haben. Während ich diese Studien durchführe, macht der Striker bestimmt schon seine Quest einfach fertig. Ach, da das Gebäude. Ist auch noch ein großes hier, was? Okay. Junge, der Footballspieler war gedopt, Alter. Mir fällt gerade ein, ich habe momentan noch voll mit Händlersachen. Naja, ist egal. So. Jetzt renn ich weg. Ja. Yep. Mach mal. Kann ich den Ladfällen auseinandernehmen? Ja, theoretisch glaube ich ja. Es ist eine Tür! Es ist eine Tür geworden! Oh! Oh, weil ja, weil das Objekt neu geladen wurde. Das könnte vielleicht sogar Sinn ergeben. Modify. Zack, zack, zack. Ich nehme das hier mal raus. 45 zu 59. Oh, der Titan ist halt. Titan. Aber wenn man mal so bedenkt. Ich probiere einfach mal Lucille aus. Du musst auch mal so bedenken. Das Titaniummesser ist auch. Die Titanium-Machete ist ja auch schlechter als Jasons Machete. 80, 130. Okay, warte mal, ich glaube, dass sich das vielleicht sogar nimmt, nichts mehr nimmt, wenn die Mods drin sind. Warte mal. Achso, wir müssen nur den Bereich säubern hier. Ja, lol. Lucille ist in allen Belangen schlechter als der Titan, Club, aber der skaliert tausendmal besser mit den Mods. Hier, Dark Souls gefühlt hier, hat ein S-Scaling auf Mods, würde ich sagen. Sobald ich die Mods drin habe, macht das Ding mehr Schaden, schlägt schneller zu. Auch mehr als der Titan unter Vollausbau gehabt hatte. Ja, nice. 113 Schläge die Minute mache ich jetzt. Da bin ich mal gespannt. Zombies. Ach, hier ist ja schon der Endblut. Oh, okay. Der Witz ist ja, das Ding macht Blutungsschaden, deaktiviert dämonische Regeneration. Geil. Ja, wir haben schon wieder Shotgun Notes gefunden. Viel Spaß beim Lesen. Apropos Shotgun Notes und viel Spaß beim Lesen. Ich habe nach dem Blutmond dem Baumstriker die Skillbücher mal rübergegeben, weil ich so der Meinung war, ich brauche eh nichts mehr. Hatte da schon wieder 25 Skillpunkte gesammelt und ja, was soll ich sagen? Ich kann nichts mehr skillen. Ich habe jetzt einfach alles geskillt.
Deswegen alles, was jetzt in irgendeiner Form noch Sinn ergibt, geht eh zum Striker rüber. Beziehungsweise, du hast eigentlich auch schon wieder mehr Punkte, als du jemals brauchen wirst, wahrscheinlich, ne? Ich habe ja noch in dem Sinne Platz für diese ganzen, sinnlosen Skills halt so. Gut, sinnlos in dem Sinne auch wieder gelogen, weil vom Land leben könnte ich natürlich ausgehen, könnte ich auch in dem Sinne einfach oben das den ganzen Kram abfarmen im Haus. Ist oben? Es gibt oben? Ich habe dich gerade gesucht, also deswegen habe ich einfach hier gerade irgendwas aufgeschlagen. Ey. Hi! Weil hier gibt's das Dach. Du hast gesagt wegen Endloot. Ja, das war in dem Raum, wo du drin warst. Du hast die Endloot schon gelootet. Achso, die Tür war ganz normal offen, deswegen. Ja. Ich ganz normal öffnen. Also den Endloot hast du schon fertig gelootet gehabt, zu dem Zeitpunkt so in etwa. Perfekt. Okay, ich könnte mal wieder ein paar Vogelnester. 60 Federn in einem Vogelnest? Ja gut, 12 Eier sind geil. Für dich als Info wegen den elektrischen Teilen, nimm die Ventilatoren mit. Oh! Also auch die ganz kleinen. Ah, ich wollte meine Mod noch, Drohne noch aufwerten, fällt mir gerade ein. Aufwerten? Ja, wir haben Mods gefunden gehabt, wenn der Blutmond. Ich dachte, ich gebe dir jetzt einfach mal die ganzen Mods. Die kann mich ja ruhig auch ein bisschen heilen, weil letztendlich... Oh nee, lass das sein. Die Mod habe ich ja damals gebaut und wieder rausgenommen, weil die einfach zu verschwenderisch war. Ja, das ist glaube ich jetzt eher so unser First World Problem hier. So, wir haben eh mehr Verbandszeug, als wir jemals nutzen werden. Trotzdem, man muss es auch nicht komplett übertreiben, oder? Jetzt frage ich mich, ob du überlebt hättest, hättest du die Mod noch drin gehabt. So, Lucille will irgendwas schlagen. Obwohl, wir sind fertig mit hier, ne? Wow. Ja. Wir können jetzt hier theoretisch in den Behältern gucken noch hier. Ob nur irgendwas zu looten gibt, aber... Theorie und Praxis sind wir fertig. Ja, das ist okay. Natürlich könnte man die ganzen Gefrierschränke hier noch mitnehmen, aber das wäre natürlich auch wieder ein bisschen, keine Ahnung, zu viel des Guten. Aber eigentlich, scheiß drauf. Das sind ganz schön viele Gefrierschränke. Oh Gott. Du bist auch fleißig dabei, höre ich. Ich nehme gerade die Kassenbänder auseinander. Geben die auch? Ja. Wow. Die geben elektronische, Eisen, mechanische und Kunststoff. Oh, das können wir alles gebrauchen. Ja. Alter. Wir sind so ein paar Zombies, die sich so ein bisschen durchprügeln. Ja, sobald sie da sind, kannst du sie empfangen. Jemand hat hoffentlich mitgezählt, wie viele Stränke ich hier auseinandernehme. Ich glaube, so viel Mühe habe ich mir noch nie gemacht. Ei. Aber ich bin auch jetzt schon allein durch die Gefrierschränke bei 161 elektrischen Teilen hier, ne? Ach, du kommst mir sogar entgegen, wie nett. Ja, Schreierin. Oh. Die sollten also wir versuchen. Also wenn das in jeder Folge so ausartet, brauchen wir bald doch wieder Munition. Da ist jemand reingekommen. Achtung. Scheint auf jeden Fall hinten am Auto zu sein, aber da scheint auch ein Überlebender zu sein, der sie gerade verprügelt. Solange sie nicht schreit bei denen, ist alles gut. Oh, 3 Bier. Schön. Ah, ich habe gehofft, ich kann meine Zahl unten weiter steigern, aber ich hatte zu groß... Der Weg war zu weit hier rüber. Haben
wir es langsam? Ach du Scheiße. Ja, das. Die Deckenlampen geben noch gut. Ich laufe mal hinten außen rum und beseitigst mal unseren weiblichen Gast. Versuche dieses Individuum zu beseitigen. Ja, ist okay. Okay, ich kann da hinten nicht rauslaufen. Perfekt. Oh, haben wir hier noch mehr Lämpchen? Nee. Nee. Ja. Also den Laden haben wir irgendwie auseinandergenommen. Gefällt mir. Oh, hier ist noch eine Lampe. Hier laufen eine Menge Survivor rum, Alter. Wo ist die dann? Wahrscheinlich haben sie die schon umgebracht. Ja, liegt hier. So, fertig. Oh Gott, die Solardinger hier. Oh Gott. Also, rein für die elektrischen Teile war dieser Ausflug schon richtig geil. Vor allem, die geben auch Plastik, ne? Oh, geil. Das ist so gut. Hier, hör auf mich zu schlagen. Ich habe Besseres zu tun. Oh. Oh, ihr seid Zwillinge. Oh, nett. Oh, ich glaube, wir können. Oh, nehmen wir hier noch Autos aneinander? Ich auch nicht, ne? Ah. Nein. Hör auf damit, ne? Auf zum Auto. Auf zum Auto und zum Händler. Hey! Da war nur eine Lampe. Ja. Elektrische Teile. Was hat mir denn dieser Laden jetzt gebracht? 534 elektrische Teile hat jetzt einfach nur dieser Laden gebracht. Für mich. Du hast ja auch noch welche gelootet. Hier kommen die Federn, können weg. Wie war das mit Finger weg? Ich hasse diese Autos. Das toll! Ist, die können ja auch vernünftige Sachen drin haben. Ich habe direkt mal den Messinggrill in die Schleife gelegt, damit sie nicht nachher wieder im Weg sind. Ah. Was für Dreckswetter, ne? Guten Tag. Skill Note. Brauche ich auch nicht mehr. Hast du ja schon alle jetzt gemacht, ne? Du Scheiß drauf. Ach ja, stimmt. Es waren zwei Quests. Oh. So, ich habe einen Haufen Sachen für dich mitgebracht. Wollen wir dann Joel weitermachen mit den Quests, oder? Ja, tatsächlich würde ich gerne versuchen, bei ihm so weit zu kommen, bis er uns auch einmal weiterschickt. Überfasst das, machen wir jetzt einfach mit jedem Händler. Wir lassen uns einmal weiterschicken und dann ist gut. Obwohl, ich hab jetzt schon Tier 3 bei ihm freigeschaltet. Du hast noch 2, oder? Ja. Okay. Dann sind wir wieder bei... ich kann mehr Punkte fürs Team bieten. House Old Victorian 1. Huh, ich glaube, das kenne ich. Das ist Müll. Mein Müll.
Also nur deine Quest. Ja, dann kriegen wir schneller die Punkte. Oh, ich bin ein paar Sachen bei ihm losgeworden. Ja. So, das kann jetzt witzig werden. Wer es angenommen hast schon, ne? Ja, ja. Oh, ist das geil mit dem Ding! Woo! Wir sind da. Das ging schnell. Oh. Ich habe auch schon den Endraum gefunden. Bist du aus der Windschutzscheibe geschleudert und direkt im Endloot gelandet? Nein, die verdächtige Bunkertür links. Die da war. Hä? Ach, da! Draußen. Okay. Oh, hast du schon wieder ein Auto angefasst? Tut mir leid, Alter, bei einer Loot-Zeit von 0, noch was Sekunden, naja, da kann ich ja wohl kurz ans Auto gehen. Was sollen wir hier machen? Vorräte finden. Du hast dir diesmal nicht zufällig deine Lockpicks mitgenommen, oder? Doch, habe ich. Oh, das ist schön. Oh, ich mach Nachtsicht mal wieder. Und jetzt in meinem Inventar. Nee. Oh, guck mal, ein Dämon. Oh. Weil theoretisch müsste doch Lucille auch die dämonischen Fähigkeiten unterbinden, oder nicht? Macht sie auch. Ja. Also wenn wir jetzt beide mit unseren Nahkampfwaffen auf die Leute draufgehen, ist das schon ziemlich übel. Wer braucht denn schon Laserwaffen, wenn man Lucille und Jasons Machete hat, ne? Ja, wenn man bedenkt, dass mein Ziel war, wo ich Lucille in der Itemliste gesehen habe, Lucille haben wollte und jetzt Jasons Machete habe. Und ich Lucille. Oh, Keller, warte noch, ich muss hoch. Mein Paket ist oben, das weiß ich. Da werde ich gerade schon wieder ein bisschen neidisch. Echt? Obwohl sie auf Stufe 23 ist? Naja, warte, du warst ja mit Jason auch zufrieden. Das ist das halbwegs Gute gerade. Bei den Waffen ist halt der Vorteil, du kannst einen Scheiß drauf geben, welche Qualitätsstufe die haben. Ich glaube, eine höhere Qualitätsstufe würde schon noch ein bisschen mehr Schaden machen, aber grundsätzlich weiß ich, was du meinst. Oh. Freierin. Soll ich rauskommen dafür, oder ist sie... Da war auch gut. Ein Überlebender, also... Kann potenziell sein, dass der Überlebende sie auch weggebasht hat. So, ich hab meine Vorräte. Ja, ja, ich kümmere mich erstmal hier um den Wandtresor. Das ist in Ordnung. Offen. Mods. Zufällig eine Laser-Workbench drin? Nee, schade. Nee, ich hab meine Vorräte auch. Nice. Ich nehm's hier. Dann müssten wir ja nur noch aufräumen. Und diese Schreierin darf gerne sterben. Aber wir müssten aber auch mal wieder ein bisschen Plastik mitnehmen, ganz ehrlich. Ich hatte gerade einen radioaktiven Titan. Ja, wie du schon sagtest, hattest, ne? Ja, du hast es eventuell auch gehört. Ich hab Schüsse gehört. War das der Titan? Ja, da sind so ein paar Schüsse in den Rhein gerasselt. Hübscher Kronleuchter. Den nehme ich mit. Boah, der gibt sogar gespielten Stahl, wie nett. So, wie müssen hier noch Gegner sein? Unten, ja, Keller. Ich hab hier unten noch einen. Beim Endloot. Muss den Weg in den Keller erstmal finden. Ah, hier. Und ich lasse mich natürlich wieder von den Lampen ablenken.
immer wieder das Gleiche mit mir. Da ist der Wandtresor, an dem du wahrscheinlich dran warst. Oh, geht ganz schön tief rein hier. Ah, cool. Fertig. Der Keller gefällt mir. Also, ich habe hier gerade nur Mods und Baupläne bislang gehabt. Die kann man aber jetzt gut zerlegen oder verkaufen. Ja, müsste mich mal verteidigen. An der Endloot-Kiste sitze ich nämlich gerade. Ja, kaufen. ich stehe hier mal rum und mach nichts. Blaubeersamen, Shotgun Stock, Energiezellen, First Aid Bandages. Könntest du dir angucken und mitnehmen, wenn du magst. Ich habe deine Drohne repariert, glaube ich. Kann sein, dass es wieder Probleme gibt für dich. Hatte ich gerade nicht dran gedacht. Was? Ich hatte deine Drohne gerade repariert. Falls oh, nice. Danke. Nicht, dass du gleich wieder nicht rankommst. Da hatte ich gerade nicht ganz dran gedacht. Oh, danke. So, ordentliches Roast-Dinner rein. Wellness nach oben. Besten noch mit Bier und Vitaminen, ne? Pillen rein. Ah, hier ist der Ausgang. Ah ja, die komische Klappe. Ja, du hast meine Drohne repariert, hast recht. Einmal bitte an meine Drohne, damit ich mein Inventar öffnen darf, da dran. Ich hab die Schreierin. Warte. Nee. Das waren schon zwei hier. Und die zweite hat geschrien. Ich hab grad Probleme. Also mit Problemen meine ich, ich komm klar, ja, aber ich komm jetzt nicht zu deiner Drohne runter. Ja, ja, alles klar. Wo hast du den Ausgang gefunden? Und musst du durch den Tunnel. Ah, da, der Gang. Da, oh, hier ist Gang. Alles voll mit Dämonen. Ach du heilige Scheiße. Ich zieh das jetzt mit Lucille durch. Zumindest erstmal. Ich komme! Okay, ich zieh's vielleicht doch nicht durch. Die ganz großen nehmen doch recht wenig Schaden. Okay, ja. Aber die anderen gehen. Oh, wie entspannt die Dämonischen sind mit so einer Waffe. Und 125 Möglichkeiten, sich zu löschen. Nice. Eine neue Black Sky, im Worst Case. Da leg erstmal wieder ein paar Sachen hier. Hab doch eine 55er Black Sky, wie gesagt. Eine 55er? Ja, du hattest mir ja schon eine 59er gegeben, also... Achso, und eine 7er oder so haben wir noch zu Hause. So, wo steht das Auto? Meine hier Drohne rum. Bitte einmal. Achso, Entschuldigung. Inventar einfach nur aufmachen, sagst du, ne? Oh. Ja, einfach nur öffnen und wieder schließen. Warum auch immer du beim Reparieren das Ding benutzt. Was halt absolut keinen Sinn ergibt. Hast du eigentlich eine Holzsplittermod für in deiner Kettensäge drin? Ich glaub schon. Achso, hast du jetzt eigentlich eine zweite Ash-Kettensäge gefunden? Ja, ist zu Hause in der Werkzeugkiste drin. Okay. So, wir machen das jetzt hier weiter, bis er Oping Trading Roads macht. Ich bin noch nirgendwo gegengefahren. Passen wir durch das Tor? Nein. Schon probiert? Ah, Mann. Sowas sehe ich mit dem Auge, das muss ich nicht testen. Nur weil man es mit dem Auge sieht, heißt das nicht, dass das Spiel auch so schlau programmiert ist. Es ist mir egal, es geht um den Realismusfaktor. Ja. Ey, was nehme ich denn hier? Einfach irgendeinen Schwachsinn. Den kaufst du mir bitte aber wieder ab. Bitteschön. Also ich nehme das, was am meisten Geld gibt. Tch.
Ja, so, was hast du denn hier? Haben wir mal die Angebote durchgeguckt gehabt? Weiß ich gar nicht. Und so genau. Wollte einen Kaffee zuppen. Kein Nö, Kaffee, Bier nichts zuppen. Spannendes drin. Dann an, ja, Talk. Hast du einen Job? Tier 3, 450 Metern. Farm. Teilen. So. Kann ich den Energy Ring eigentlich selber herstellen? Ja. Ja, Tatsache. Du kannst Ja, auch, mal glaube eine ich, den Überlegung Boden, wert. ne? Ist halt Kannst auch, nur ein glaube ich, bisschen den. teuer. Das ist ja gefühlt Multivitaminsaft. Da muss Apfel, Banane, Kokosnuss und Blaubeere rein. Ist okay. Das ist verrückt. Oh, wir sind auch schon wieder bei 31 Minuten. Wow. Hey! Werte Zuschauer! Na? Ich wollte euch noch eine Quest dranhängen. Ha. Ich habe das Gefühl, die machen wir dann wohl beim nächsten Mal. Dann sage ich mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen, ne? Wie immer, wenn es gefallen hat, super gerne Bewertung da lassen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.